So, Beike, heute werde ich euch mal einiges erzählen über Lederkombis. Lederkombis einmal für Supersportler und Lederkombis einmal für Tourenmotorräder. Fangen wir mal mit dem Supersportler an. Als allererstes, wenn es warm ist, müsst ihr euch eine gescheite Unterwäsche besorgen. Und zwar sowas, was ich hier anhabe. Die ist luftdurchlässig und atmungsaktiv. Wir reden also von Supersportmotorrädern. So, dann Kombi einteilig. Den Grund sage ich euch gleich. So, und der Kombi, achten drauf, wenn ihr auf die Rennstrecke geht oder schnell fahren wollt im warmen Wetter, müsst ihr sehen, wenn ihr den Kombi kauft, dass er hier vorne gelöchert ist. Mit so kleinen Luftlöchern. Denn man schwitzt unheimlich, wenn man mit solchen Motoren, sagen wir es einfach mal, richtig am Kabel zieht. So, und dann muss man Lederkombi haben, alles was es gibt. Hier Protektoren, da Protektoren, hier Protektoren. Rückenprotektor, ganz wichtig, Rückenprotektor. Aber der wichtigste Protektor, den man haben muss, das weiß kaum einer, ist, sage ich euch jetzt, ein Brustprotektor, weil die größten Verletzungen entstehen dabei, wenn man mit so einem Motorrad absteigt, die ganzen wichtigen Sachen in unseren Körper, in deinem genauso wie in meinem, sind hier drunter, und zwar Rippen, Milz und. So, ich steige jetzt von so einem Motorrad und fliege von so einem Motorrad runter, komme mit dieser Brust hier irgendwo an. Am Lenker, hier, komme dagegen. Der Schlag ist so brutal, ich habe auch teilweise mal kein Brustprotektor untergehabt und habe mir alle Rippen gebrochen. Das ist das dabei, was dabei rauskommt. Also der wichtigste Protektor, der beste Protektor, den man haben muss, ist hier Rücken, ist klar. Aber der Brustprotektor, das ist einer, der dich richtig schützt, und zwar Rippen, Milz, alles. Achtet mal darauf, wenn die MotoGP-Jungs aufsteigen, was die als letztes, bevor sie den Kombi zu machen, unter ihre Lederkombis packen. Ein Brustprotektor, das ist jetzt hier einer, den habe ich mir selber gemacht. Und der muss vor allen Dingen eins haben, Luftlöcher. Denn die Hitze ist so stark, wir wollen doch nicht, dass ihr dann anschließend einen Herzinfarkt kriegt. Das ist also ganz wichtig. So, jetzt kommt noch was dazu. Handschuhe, ach, da ziehe ich mal meine Handschuhe an, die ich irgendwo beim Skifahren mal angehabt habe, oder irgendwelche dünnen Handschuhe. Nein, das kann ich euch jetzt sagen. Diese Handschuhe hier haben einen ganz wichtigen Protektor, und zwar den hier. 1, 2, 3, 4. Jeder Mensch hat hier 4 Knochen. Sollte mal irgendwann ein Abflug passieren und ich mit den ohne Protektoren über die Erde schleife mit meinen Knöchelkes hier, dann seid ihr invalide, dann wird er die Hand nie mehr gerade kriegen. Das ist entscheidend. Diese 1, 2, 3, 4. Stiefel, wichtig. Stiefel, ganz wichtig. Hier vorne, Protektoren, wichtig, weil hier kann man sich ganz schnell die Füße brechen, wenn man irgendwo hängen bleibt. Hier, klar, Knieprotektoren, Schleifer, klar, Erde hier so, logisch, Schleife auf der Erde rum, hat man ja auch Spaß bei, wenn man da mit dem Knie über die Erde reißt, schleift. Nur es gibt ja auch Typen, die machen das so, die machen sich 200 Meter vor der Kurve, machen sie sich bereit. Jetzt muss ich meine Knie auf der Erde tun. Das ist auf der Landstraße gar nicht mal so leicht. Rennstrecke fährt man 30% schneller. Dann kommt man mit den Knien sowieso auf die Erde. Aber Landstraßenjungs, die das machen, vergiss sie. So, das muss dazu gesagt werden. So, das ist die Sache mit dem Motorrad, wenn ich ein Sportmotorrad fahre. So, Helm, ganz wichtig. Wow, Helm. Der Verschluss vom Helm, den zeige ich euch jetzt. Passt mal auf, das wusstet ihr bestimmt auch nicht. Ein Helmverschluss, den ich zusammenstecke, so, lockert sich irgendwann, ist irgendwann lockerer, das merkt ihr aber gar nicht. Deswegen ist auf der Piste immer vorgeschrieben, ein Helm mit einem Verschluss, den man einmal hier reinsteckt, an der anderen Seite wieder rauszieht und ihr macht
bevor ihr fahrt, den Helm genau stramm auf euren Kopf. So wie es ist, der andere Verschluss, das leiert aus, dann merkt ihr gar nicht mal, dass der lockerer ist. Und dann passiert Folgendes. Pass auf, Jungs. Helm auf. Verschluss hier. Zumachen, hier, da. Da zumachen, da wieder rein, hier, so. Und dann kräftig ziehen, bombenstramm. Jetzt liege ich auf den Arsch, kann ja mal passieren. Auf den Helm. Hab den Verschluss so locker. Dann geht der Helm hinten runter. Und dann ist er weg. Dann brecht ihr euch den Kopf. Verstanden? Eng ziehen hier. Nicht, ach, das ist ja so unbequem. Nein, das ist wichtig. Deswegen beim Rennen ist nur so ein Verschluss erlaubt. Reinstecken, zurückmachen, anziehen. Ist das klar? So, nicht vergessen. Stramm machen. So, Visier. Fahren. Wenn man richtig schnell fährt, fängt man an zu schwitzen. Visier beschlägt. Hat man hier vorne auf dem Helm zwei so Klammern, da macht man ein Visier rein. Das heißt, ein Visier, ein doppeltes. Und dann beschlägt auch kein Helm mehr. Auch eine entscheidende Sache. So, habe ich da alles erzählt, was von Rennmotoren. Und wenn ich jetzt hier drauf sitze, war es auf eintagige Kombi. Da könnt ihr ja sehen, das ist alles passend. So. Alles klar, da setze ich gut. So, jetzt kommt die Krönung. Ich persönlich habe ein Kombi mit einem elektronischen Airbag. Das ist aber ein Lederkombi, den man nur auf der Rennstrecke fährt. Der hat hier einen Schalter und hinten in dem Puckel ist die ganze Mimik drin. Heißt, ich mache einen sogenannten Highsider von dem Motorrad runter. Das Teil ist satellitgesteuert, sieht das und wenn ich, bevor ich überhaupt auf der Erde aufkomme, geht der Airbag innen auf. Der ist hier, hier, hier. Das ist ein Airbag, der aber unter 50 km/h und unter 40 km/h nicht mehr auslöst. Ganz einfacher Grund ist folgender. Ich fahre jetzt ins Paddock, im Fahrerlager und fahre langsam und würde bei 20 Stundenkilometer aus Versehen umfallen, dann löst der Airbag aus. Tut er aber nicht, weil er so eingesteuert ist, die Software ist so eingestellt, dass es nur bei Stürze ist. Nummer 1, den kann ich in der Stadt nicht anziehen, weil an jeder Ampel unter 45 km/h immer wieder der Satellit neu gesucht werden muss. Also lasst euch nicht irgendwie von irgendeinem erzählen, das wäre anders. Es gibt natürlich auch Airbags mit so einem Kabel dran. Ach, das kannst du vergessen. So, das ist zum Thema Rennkombi. So, jetzt kommen mal die Tourenfahrer und sagen, war alles viel zu eng, zu unbequem. Wenn ich an der Würstchenbude bin, muss ich meine Jacke ausziehen können. Können sie. Kaufen sie sich halt zwei Tage Kombi, den man hier in der Mitte auseinander nimmt. Ganz einfach. Auseinander machen, hast einen zweiteiligen Kombi. Dann ist es ein Tourenkombi. Hat alle Sicherheiten, klar. Ist aber nicht so ein Teil, wenn ich so eine geile Karre fahre. Ist das klar? Also, nochmal. Ganze Sicherheiten habe ich euch erzählt. Nicht vergessen, der wichtigste hier. Rippen, Mills, alles drunter machen. Lüften. Alles klar? So, das habe ich euch alles erzählt. Ach, jetzt müsst ihr aber einmal hier rauf und runter fahren mit dem Moped, damit ihr mal seht, wie das aussieht, wenn ich mit der blauen Suzuki daher berate. Ah, ich bin begeistert! Jungs, hört auf, Brone! Ich fahre auf der Piste rum, ich bin doch schon mindestens 10-mal abgestiegen. Aber durch meine ganzen Sicherheiten, die ich anhabe, was war da, bin ich aufgestanden und habe gesagt, Attacke, Junge. Nochmal, ihr wisst ja, wie alt ich bin. Ich mache mir jetzt eine Startnummer ans Motorrad bei mir. 76 ist meine Startnummer. Habt ihr verstanden? So, dass ihr Bescheid wisst. So, gleich, dann euch mal einmal hier runter. Ich bin jetzt richtig geil da drauf. Bis gleich.